und irgendetwas weht einem an, das einem heute noch angeht. Aber das Es war einmal wird heutzutage so unterdrückt beim Regieführen und beim Erzählen. Und das tut mir leid. Ich glaube, Theater ist schon auch Es war einmal. Also zumindest es gibt die großen Dichter haben immer zurückgedichtet und wollten nicht sagen, Kinder, heute ist es so und so, sondern haben gesagt, schaut, es war schon damals so und so. Wenn es nichts mit heute zu tun hat, dann ist es fad. Mhm. Also so das ganz moderne Theater, das ist ja auch zum Teil auch sehr obszön, ja, sagen wir mal. Kommt darauf an, wenn es wirklich gut ist. Der Brecht hat einmal gesagt, auf die Frage, kann man das machen? Hat er gesagt, wenn man kann, dann kann man. Das Verrückteste kann plötzlich auch gut sein. Hm. Oder das Obszöne kann plötzlich, wenn es nicht nur obszön ist, kann es... Ja, wenn es nicht so unappetitlich, zum Teil wird es halt unappetitlich. Naja, und so unmöglich. Ja. Es ist ja unmöglich, wenn man so Leute auf der Bühne Geschlechtsakte vollführen sieht, überlegt man sich doch nur unten, wie machen die es das nicht wirklich machen. Ja, genau. Bist du religiös? Nein, ich bin, nein. Also ich habe gelesen, du bist Sohn von katholischen Eltern, einerseits und andererseits halbjüdisch. Wie geht das? Ja, das bin ich. Wie geht das? Wenn man Sohn... Wie es geht, weiß ich nicht. Ich bin's. Ja? Ich bin Sohn von... ich bin katholisch aufgezogen von einer katholischen Mutter und von auch einem Vater, der nicht religiös war, aber nicht mosaisch. Nur vom Hitler als Jude. Urgroßeltern waren halt Juden. Ja, ja, ja.